Gut, jetzt kommt das allerletzte noch vor dem Abschied oder vor dem Essen oder was immer dann noch kommt. Ich möchte mal Bettina schon mal hochbitten. Wir haben etwas vorbereitet, das wir jetzt kurz noch vorstellen möchten und nachher kommt noch ein letztes Lied zum Abschied. Und das, was wir vorbereitet haben, ist ein Stimmvereinigungsnetzwerk. Wir sind hier auch zusammengekommen, um Stimmen zu vereinigen und ich merke immer wieder, wie gut es tut, wenn Leute sich um etwas kümmern. Wenn ich jetzt nur an diese psychiatrischen Missbräuche denke, von denen wir heute gehört haben, die ganzen sonstigen Missbräuche und ich sehe, wie viele Millionen von Menschen davon betroffen sind, wie viele Kinder davon betroffen sind, wenn jetzt da eine Gruppe irgendwelcher Art Vorstöße macht, vielleicht eine Petition vorbereitet, um dem ein Ende zu setzen. Oder wenn ich jetzt eben denke, was man hier an Schaden verhindern kann, und einer bereitet das vor und das kommt auf meinen Tisch und ich weiß, ich kann hier nur noch eine Unterschrift geben, ich kann mich an einer Petition beteiligen, dann brauche ich nur ganz wenig Zeit. Und wir haben jetzt etwas vorbereitet, eine ganze Liste, eine Stimmvereinigungsliste, die wir ins Netz hängen, wo ganze Kataloge von Themen drin sind, wo man dann sich dann selber einloggen kann, wo du selber sagen kannst, hier will ich informiert werden, wenn etwas läuft und hier will ich informiert werden. Du kannst 100 Themen anstreichen, wenn du willst oder auch nur eines. Die technische Seite wird dann gleich Bettina erklären. Wichtig ist, dass du dann weißt, alles was dich interessiert, wird sich verbinden mit den anderen, die sich auch für dasselbe interessieren und wenn irgendetwas, eine Petition oder irgendwas läuft, dann kann man sich hier mit einbringen, auch wenn man selber nicht davon gewusst hat, man wird dann einfach informiert für das, was einen interessiert. Und so versuchen wir gemeinsam dem Unrecht zu widerstehen. Ich sage nochmal, wir politisieren nicht, aber dort, wo Menschenleben gefährdet werden, da wo ganze Völker gefährdet werden, da glauben wir, braucht es eine Stimmvereinigung, um dem gegenüberzutreten. Dass das noch möglich ist, werde ich dann ganz zum Schluss noch mit einem letzten Beispiel erklären. Kannst du vielleicht mal die technische Seite vom Stimmvereinigungsnetzwerk erklären, bitte? Gerne. Man könnte mal die erste Folie einblenden. Das ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Ihr könnt euch einwählen, wenn euch das interessiert, unter stimmvereinigung.org und seid hier auf der Startseite. Und hier steht eigentlich, dass man sich eben hier anmelden kann und dann laufend informiert wird über solche Petitionen, wie Ivo das jetzt gerade erklärt hat, weil wir eben denken, für das hat man immer Zeit. Und es ist aber ganz schlicht und einfach so gehalten, dass niemand überflutet wird mit irgendwelchen Dingen. Man kann sich jederzeit wieder abmelden, wenn man eigentlich nicht mehr dort beliefert werden möchte mit Informationen. Man kann jederzeit seine E-Mail-Adresse ändern oder seine Auswahl ändern. Man geht hier rein auf diese erste Seite, Telegramme abonnieren, kann man anklicken, kommt die zweite Seite, wo man sich anmelden kann, die Pflichtfelder sind rot ausgefüllt, eigentlich halt die E-Mail-Adresse natürlich, ein Passwort plus der Vorname, wenn man möchte, kann man mehr Informationen über sich geben, dass man auch später in Kontakt sein kann, ist aber nicht unbedingt nötig und dann seht ihr unten, beginnen ganz viele Also beginnt eine Liste mit ganz vielen Themen. Die Themen sind ein ziemlicher Wald von Themen. Wir haben es bewusst so gemacht, weil wir niemanden mit Mails überfluten möchten, die ihn gar nicht interessieren. Und weil wir auch keine Katze im Sack verkaufen möchten mit dieser Homepage oder mit dieser Zulieferung von Petitionen, sondern jeder kann ganz spezifisch auswählen, wo er sich investieren möchte und wo nicht. Das bedeutet, dass ihr euch durch den Wald durchpflügt, man kann das anhaken, man sieht das dort, zum Beispiel alternative Heilmethoden, das ist meistens noch eine kleine Erklärung dazu, was damit gemeint ist. Also wenn ihr zum Beispiel informiert werden wollt, wenn eine Aktion läuft für das Recht auf alternative Heilmethoden, dann werdet ihr beliefert, wenn wir Kenntnis bekommen von so einer Aktion, bekommt ihr eine E-Mail und könnt euch dann an dieser Aktion beteiligen. Das ist eigentlich schon gewesen. Wie gesagt, man kann sich jederzeit die Themen wieder ändern, man kann die Adressen selber verwalten, man kann sich bei jeder Mail, die man erhält, ist unten ein Link, wo man sich auch sofort wieder abmelden kann, dass man eben nicht überflutet wird. Ihr findet das auch noch erklärt in der neuesten AZZ, darf ich das noch sagen? Wir haben heute eine neue Ausgabe AZZ mitgebracht,
weil so ein Tag nicht reicht zum Informieren. Da sind noch viel mehr Informationen zu anderen Themen drin. Wir haben seit, weiß ich nicht mehr, einem Jahr keine AZZ mehr rausgebracht. Deshalb ist es eine 8-seitige Ausgabe dieses Mal. Und hier auf der 7. Seite ist das erklärt von diesem Stimmvereinigungsnetzwerk. Dürft gerne die AZZ mitnehmen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt draußen am AZK-Büchertisch. Wir haben auch noch bisherige Ausgaben dabei. Die Themen sind aktuell, auch wenn sie vor einem Jahr veröffentlicht wurden. Nehmt doch das mit für euch zur Information oder auch zum Weitergeben für Interessierte. Danke. Ja, ich sehe einfach, wie diese Aktivitäten, dass überall auf der Welt jetzt eine Stimmerhebung stattfindet, dass Menschen nicht mehr schweigen, dass das auch Mut macht für Menschen, die aufstehen, die vielleicht sonst gar nie aufgestanden sind. Ich möchte ein ermutigendes Beispiel sagen, weil wir erleben genug Entmutigendes in dieser Aufgabe, die wir wahrnehmen von Antizensurarbeit. Kürzlich wurde diese Meldung durchgegeben, dass ein großer Pharma-Riese, also Glaxo jetzt, hatte gefälschte Medikamente hergestellt und zu einer gewissen Zeit war es fast undenkbar, dass sich dagegen irgendjemand aufmachen können würde, weil eben Gesicht verlieren, Angst haben. Es hat sich aber infolge, denke ich persönlich, von all den Stimmen, die sich breit gemacht haben, die das schon angeprangert haben, hat sich eine Mitarbeiterin dort stark gemacht, hat nach innen in dieser Firma Warnung ausgesprochen, weil das lebensgefährdende Medikamente waren und sie wurde nicht gehört, das ist der entmutigende Teil dabei, aber weil sie einfach ein Licht war, sie hat nicht locker gelassen, hat sie weitergemacht, sie wurde entlassen, man hat sie entlassen aus dieser Firma, sie ist dann hingegangen zur Regierung, also zur US-Regierung und hat dort so lange Sturm geläutet, bis sie Gehör gefunden hat. Das hat mich sehr ermutigt, die Konsequenz davon, das wurde jetzt wiederum gemeldet, diese Tage, 750 Millionen Strafe, weil das untersucht wurde und festgestellt wurde, die Mitarbeiterin hatte recht, sie war eine Warnruferin, es war nicht eine Verschwörungstheoretikerin, sondern sie hat Hunderttausenden von Menschen das Leben gerettet, weil sie Sturm geläutet hat. Sie hat gerufen, bis sie gehört wurde. Und das Besondere dabei, sie selber wird mit 96 Millionen US-Dollar entschädigt aus dieser Buße von Glaxo, bekommt diese Frau, die Warnruferin war, bekommt 96 Millionen Dollar Entschädigung. Ist das nicht wunderbar? Ich möchte damit sagen, werden wir in die Verschwörerecke gedrängt, aber die Dinge entwickeln sich weiter. Die Dinge entwickeln sich weiter, die Schäden werden je länger, desto mehr offenbar. Es kommt die Stunde, wo jedermann sehen wird, dass diese Dinge nicht einfach nur Verschwörungen waren, sondern dass es tatsächlich Gefahrenpotenzial war. Und ich glaube fest daran, dass all diejenigen, die heute leiden dafür, für die Wahrheit, für die Wirklichkeit, was wirklich fest ist. Ich bestreite nicht, dass es Verschwörungstheorien gibt. Ja? Bestreiten wir nicht. Vielleicht haben wir selber schon irgendeine vom Stapel gelassen, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube einfach, dass früher oder später die wirklich für die ernsten Schädigungen eingetreten sind, dass, ich sage es mal so, dass der Himmel selber zuschaut, dass die jetzt noch Verachteten und Verstoßenen sogar in einen Heldenstatus erhoben werden, wie jetzt diese Frau, die wird jetzt als Heldin gefeiert, weil sie unzähligen Menschen das Leben gerettet hat. Und ich glaube, das ist potenziell für jeden Menschen, der aufrichtig im Herzen die Gerechtigkeit anstrebt. Ich glaube, das ist die Wirkung, die sich jetzt zurüstet über diesen Menschen. Da möchte ich euch Mut zusprechen. Ich glaube fest daran, das ist mein Schlussstatement, ich glaube fest daran, dass die Nacht aktiven Tiere in der Nacht, also die Söhne des Verderbens. Ich glaube fest daran, dass ihre Stunde gekommen ist, weil sie sich nicht mit Menschen angelegt haben, sondern mit Naturgesetzen.
Sie haben sich mit Gott selber angelegt, wenn man Unrecht tut, wenn man Menschen schädigt, wenn man Milliardengeschäfte macht und dafür ganze Völker schädigt. Sie haben sich mit Naturgesetzen angelegt und darum werden sie verlieren, weil die Natur, ich sage mal, wenn wir es nicht schaffen, es wird der kosmische Organismus sich erheben. Wenn der es nicht schafft, wir sagen, dann kommt irgendein Engel vom Himmel und wird es erledigen. Wenn der es auch nicht richtig ausführt, dann sage ich mal freimütig als Christ, dann kommt Gott persönlich und nimmt ihn beim Schopf. Aber irgendwann ist Schluss damit, weil das Licht wird siegen über die Finsternis. Ja.